So, schönen guten Tag zusammen. Ich begrüße Sie zur Veranstaltung Datenbanksysteme. Ich hatte auch schon eine Mail rumgeschickt, nochmal zur Erinnerung, wer an dem Datenbankpraktikum teilnehmen möchte, sollte sich heute oder morgen schon mal in StudIP in die Teilnehmerliste eintragen. Ja, das ist jetzt noch keine juristisch verbindliche Anmeldung, aber wir müssen ja irgendwie planen, wie viele Gruppen wir machen und welche von den Hiwis da eingesetzt werden. Deswegen möchte ich das eigentlich frühzeitig wissen. Und wenn Sie inzwischen das Gefühl haben, ich will da gar nicht mehr dran teilnehmen, dann tragen Sie sich bitte wieder aus, falls Sie sich da mal eingetragen haben. Ja, die Teilnehmerlisten in StudIP, die haben immer irgendwie so diesen Makel, dass die so, ja, da sind so jede Menge Karteileichen drin, weil man sich irgendwann mal für diese Veranstaltung interessiert hat, aber dann versäumt hat, wieder aus sich auszutragen. So, wir sind immer noch mitten in der Thematik physikalische Grundlagen, sprich welche Hilfsstrukturen sind erforderlich, um Queries effizient abzuarbeiten. Und bevor wir jetzt mit den mehrdimensionalen beginnen, dann möchte ich noch mal einmal eine klassische Frage stellen, so wie sie auch in der mündlichen Prüfung kommen könnte, nämlich wie viele Blockzugriffe entstehen denn jetzt, wenn ich einen Datenbestand mit n Records verwalte? Also wer sein Handy dabei hat, bitte mal kurz die vier Alternativen abwägen. Also ist der Aufwand, ich habe einen B-Sternbaum mit Parameter k. K wurde inzwischen geeignet gewählt, haben wir ja gestern gesehen, wovon das abhängt. Ja, von der Länge des Schlüssels, von der Größe von Adressen, von der Größe der Blöcke. So, ich habe also jetzt einen B-Sternbaum mit Parameter k. Brauche ich jetzt log k von c mal n? Blockzugriffe, brauche ich log 2 von n, brauche ich log k von n oder brauche ich log zur Basis 2 von c mal n. Ja, wobei also n die Zahl der Records sind, die wir verwalten wollen. Die befinden sich ja in der Hauptdatei. Und der B-Sternbaum ist ja jetzt dazu da, uns zügig dorthin zu führen. Und das Komplexitätsmaß bei unserem Sekundärspeicher ist ja immer die Zahl der Blockzugriffe. Also, wir haben hier Varianten, wo die Basis des Logarithmus k oder 2 ist und dann haben wir so n oder c mal n. Okay, wer ist noch am Grübeln? So, vier haben sich getraut, davon sagt einer Logarithmus zur Basis k von c mal n, einer sagt Logarithmus zur Basis 2 von n und zwei sagen Logarithmus k von n und niemand sagt Logarithmus zur Basis 2 von c mal n. So, was ist richtig? Ausnahmsweise hat jetzt nicht die Mehrheit das Richtige gesagt, sondern der eine, der hier sich für a entschieden hat. Können Sie das mal begründen? Bitte? Okay, also zunächst mal, wenn wir die Höhe eines Baumes abschätzen, denn das ist es ja, wir gehen in einen B-Sternbaum von oben bis zum Blatt und dann schließlich springen wir in die Hauptdatei. So, die Höhe eines Baumes errechnet sich immer woraus? Wenn in dem Baum der Verzweigungsgrad k ist, wenn ich also von Ebene zu Ebene mich verkfache, ja, was ich ja im B-Sternbaum mindestens tue, weil so war der ja gerade definiert. Ja, mindestens k Söhne hatte ich, wenn ich sogar Glück habe, hatte er ja 2k Söhne. So, das bedeutet auf jeden Fall, dass die Basis für den Logarithmus k sein muss. Ja? Deswegen ist auf jeden Fall entweder die Antwort A oder C richtig. So, das Argument, auf das ich den Logarithmus anwende, ist ja jetzt die Zahl der Blätter. Aber ich habe gar nicht für jeden Datensatz ein eigenes Blatt, sondern ich habe ja mehrere Records, also wenn ich insgesamt n Records habe, dann habe ich irgendeine Konstante, nämlich C, die sozusagen regelt, dass ich ja in einen Datenblock mehrere Records reinbringen kann.
Also sagen wir mal, C könnte jetzt irgendwie ein Zehntel sein, wenn 10 Datenrekords in einen Datenblock passen. Und deswegen ist die Zahl der Blätter, die in so einem Baum ist, ist ja gar nicht n, sondern ist eben ist nur proportional zu n. Und deswegen kommt hier raus Logarithmus k von c mal n. Ja, was eine relativ kleine Zahl ist. Wir haben ja gestern schon irgendwie gesehen, mit wenigen Blockzugriffen sind wir dann tatsächlich bei unserem Datenrekord. So, was wir jetzt also gestern und die Woche davor behandelt haben, das waren so Suchstrukturen, um etwas gezielt nach dem Primärschlüssel zu finden. Also die SQL-Query dazu, die könnte jetzt heißen, Select Name vom Studenten, wer Matrikelnummer ist 4711. So, da haben wir also irgend so einen Index, von mir aus auch einen B-Sternbaum, und dann flitzen wir da relativ zielgerichtet durch und landen also unten bei dem Blatt, welches uns zu dem Datenblock führt. So eine Suche kann also unser Index unterstützen. Der Aufwand ist also Logarithmus zur Basis k von c mal n. So, was wir auch haben können, ist, dass wir einen Index uns spendieren für gewisse weitere Attribute. Also sagen wir mal, wir hätten jetzt bei jedem Studenten notiert, wie groß er ist, und dann können wir jetzt einen Index aufgebaut haben, der uns erlaubt, zügig zu denen zu gelangen, die eine bestimmte Körpergröße haben. Ja? Also auch da ist jetzt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, wie so ein Sekundärindex organisiert werden kann, aber auch da können wir jetzt zügig in diesen Baum rein, und wenn wir natürlich jetzt nicht gezielt einen Studenten suchen nach seinem Primärschlüssel, sondern wir suchen jetzt nach einem Sekundärattribut, also wo sind alle die, die zwischen 1,70 und 1,80 sind, dann sind die natürlich innerhalb dieses Baumes im Prinzip in so einem zusammenhängenden Teilbereich, sodass wir auch das effizient mit einem B-Sternbaum oder irgendeiner Indexorganisation unterstützen können. Ja? Und der Aufwand, wenn wir jetzt praktisch M Treffer haben, ist, dass wir in gewisser Weise zügig bis zu der Einstiegsstelle vorarbeiten, und dann die anderen liegen aber mehr oder weniger wie auf der Perlenkette vor uns, sodass wir also praktisch proportional zu der Anzahl der Treffer dann noch weitere Zugriffe haben. Ja? Das ist alles auch völlig akzeptabel. So, schwierig wird es jetzt, wenn wir sogenannte Multi-Range-Queries haben. Das heißt, das sind jetzt Queries, wo wir mehr als ein Attribut einschränken wollen. Also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt so eine geniale Datenbank, wo die Studenten eingetragen sind, und die Attribute, die dort notiert sind, sind Gewicht und Intelligenzquotient. Ja? So, das heißt, jeder rote Punkt ist jetzt ein Student, den habe ich jetzt zur Verdeutlichung so in die Ebene eingezeichnet, dass sozusagen die X-Achse das Gewicht anzeigt und die Y-Achse seinen Intelligenzquotient. So, jetzt nehmen wir mal an, ich suche jetzt die Studenten, die mehr als 80 Kilo wiegen und die einen IQ haben kleiner als 80. Ja, das würde ich jetzt in SQL, würde ich das wirklich wörtlich so formulieren, wie es hier oben steht, Select Name vom Studenten, wer Gewicht größer 80, End IQ kleiner 80. So, jetzt denken Sie mal an Suchstrukturen, die Sie eventuell für diese Datenbank aufgebaut haben, und wie würden Sie jetzt praktisch die Query ermitteln? Wenn Sie jetzt sozusagen diesen SQL-Interpreter implementieren müssten, wie pirschen Sie sich zügig an die Lösung dieser Query heran? Also Sie können durchaus einen Index haben, der, sagen wir mal, auf dem Gewicht operiert, ja? Sodass Sie jetzt zum Beispiel die Treffer ermitteln können, die also für die Studenten zuständig sind, die mehr als 80 Kilo wiegen. Ja? Und Sie können auch über den anderen Index alle die Treffer ermitteln, die zutreffen für Gewicht IQ kleiner 80. Aber wir können nicht das gleichzeitig bei der Suche berücksichtigen, sondern wir müssten im Prinzip den einen Teil suchen und den anderen Teil und den dann schneiden. Ja? Also sozusagen, hier sind die, die dick und doof sind. Ja? Und das Ärgerliche bei diesen Queries ist ja, die Schnittmenge ist eventuell sehr klein, aber die einzelnen Teilbereiche können durchaus groß sein.
Ja, das heißt also, die bisherigen Indexstrukturen würden uns nicht helfen, zielgerichtet so ein, im Zweidimensionalen wäre es ja praktisch ein Rechteck, ja, und im Mehrdimensionalen wäre es sozusagen so ein Würfel, in diesem mehrdimensionalen Raum aufzuspüren. Ja? Und das ist der Grund, warum man sich mit speziellen Suchtechniken beschäftigt, die sozusagen das Suchen nach mehreren Attributen unterstützen und die auch insbesondere diese Range-Queries erlauben, also die Suche nach Intervallen. Und ich fange mal mit einem Konstrukt an, der die systematische Verlängerung des binären Suchbaums darstellt, den wir ja schon in Algorithmen gehabt haben. Und das ist eben der KD-Baum. Ja? Also ein, für ein beliebiges K ein mehrdimensionaler Baum. Ja? Hier dreidimensional können wir uns das gerade noch so eben vorstellen, wo die Datenpunkte im Prinzip Punkte in einem mehrdimensionalen Raum sind. Und denken Sie an den zweidimensionalen oder an den normalen binären Suchbaum, da hatten wir an jedem Knoten immer gesagt, was links ist, ja, ist kleiner, was rechts ist, ist größer. Und wenn wir jetzt mehrere Dimensionen haben, dann müssen wir jetzt dieses größer und kleiner, müssen wir jetzt von Ebene zu Ebene des Baumes abwechseln. Ja, das heißt also, so ein KD-Baum ist zur Verwaltung von mehrdimensionalen Datenpunkten und das ist eine Verallgemeinerung des binären Suchbaums. Der binäre Suchbaum hatte nur einen Schlüssel, oder der diskriminierte nur bezüglich eines Schlüssels. Nämlich, wir haben dann gesagt, wenn in dem binären Suchbaum, sagen wir mal, Vornamen drin waren, ja, dann war eben Bertha kleiner als Siegfried und Siegfried wiederum ist nochmal kleiner als Zacharias. Ja? So, und jetzt machen wir jetzt Folgendes. Wir behandeln jetzt zunächst mal die homogene Variante, wo wir alles in den Baumknoten unterbringen und die professionelle Lösung im Zusammenhang mit Datenbanksystemen wäre die inhomogene Variante. Da mache ich zum Schluss dann ein kurzes Bildchen zu. Also nehmen wir mal einen KD-Baum und merken uns, dass die Ebene I, also wir haben ja wohldefinierte Ebenen in dem Baum, dass die abwechselnd diskriminiert bezüglich der Dimension I. Also nehmen wir mal an, wir hätten jetzt drei Dimensionen, dann würden wir also immer Dimension 0, 1, 2, 0, 1, 2, das heißt also in der Reihenfolge werden die Ebenen benutzt, um links und rechts abzusteigen. Das jetzt, klingt jetzt unverständlich, aber ich mache ein Beispiel im Zweidimensionalen. Also, im Zweidimensionalen, also in einem sogenannten 2D-Baum, würde an den Knoten abwechselnd bezüglich der X-Dimension diskriminiert, kleiner, größer, beziehungsweise bezüglich der Y-Dimension, kleiner, größer. Das heißt also, an so einem Knoten steht der gesamte Datenrekord und es steht eben dahinter, dass jetzt hier 1256 sozusagen, also 1256 soll jetzt, Entschuldigung, 1256 soll jetzt der Datenpunkt sein und dann geht es links und rechts weiter und je nachdem, auf welcher Ebene ich bin, habe ich bezüglich der 12 zu unterscheiden oder bezüglich der 56. Und wir legen also jetzt Folgendes fest. Auf der ungeraden Ebene, also Ebene 1, 3, 5 und so weiter, sind im linken Sohn alle Schlüssel kleiner gleich x und im rechten Sohn alle Schlüssel größer als x. Auf den geraden Ebenen sind im linken Sohn alle Schlüssel kleiner gleich y und im rechten Sohn alle Schlüssel größer y. Das bedeutet, wenn wir uns das mal auf der Ebene vorstellen, das Folgende. Also ich habe jetzt hier eine Menge von Daten, die haben zwei Attribute und die will ich in diesem 2D-Baum verwalten. Wenn ich also jetzt hier so einen Datenpunkt habe, A, dann habe ich den hier jetzt eingezeichnet, um mir sozusagen klarzumachen, das handelt sich hier um den Datenpunkt 5, 6. Deswegen ist der hier jetzt eingezeichnet. So, wenn das der erste Datenpunkt ist, dann würde er jetzt die Wurzel meines KD-Baumes bilden. Ja? Und wenn jetzt der nächste Datenpunkt kommt, dann diskriminieren wir, da dieses ja die oberste Ebene ist, diskriminieren wir jetzt bezüglich y. Das bedeutet also, wir teilen jetzt die Welt ein in alles, was y-mäßig kleiner als 6 ist und was y-mäßig größer als 6 ist.
Das heißt also, wenn der nächste Datenpunkt kommt, dieses B, wo würde der jetzt an der Wurzel, unterhalb der Wurzel A hängen? Ist der jetzt links oder rechts? Wir fügen jetzt so nach und nach Datenpunkte in unseren KD-Baum ein. Ja? Und die Wurzel ist gebildet worden durch das A. Und jetzt kommt dieser neue Knoten mit dem Wert 14.